Wow. Habe ich schon 100 Mal gesehen. Herzlichen Glückwunsch, du hast das Spiel abgeschlossen. Der Menüpunkt Extras wurde freigeschaltet. Ja, ich begrüße zu einem neuen Projekt oder so. Ich gehe darauf gleich nochmal ein. Kingdom Hearts geht weiter, genau. Kingdom Hearts Final Mix habe ich durchgespielt vor 2 Wochen. Dafür habe ich jetzt gerade den Hintergrund freigeschaltet. Ich wollte das unbedingt auf der Aufnahme haben, deswegen habe ich das Spiel noch nicht vorher gestartet. Und ja, heute geht es weiter mit Kingdom Hearts Re-Chain of Memories. Yo, Spannung, ich freue mich. Ich bin auch gespannt, weil das Spiel ein bisschen anders ist. Aber wo fangen wir an? Genau, Kingdom Hearts durchgespielt. Vor 2 Wochen hat mich doch sehr positiv überrascht. Ich würde jetzt nicht mit auf den Zug springen und sagen, dass mich das Spiel jetzt begeistert hat. Aber es war schon irgendwie recht interessant und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Chain of Memories ist ja ein Spiel, was ursprünglich, den Hintergrund musst du dann unter Extras downloaden. Ah, okay. Ja, werde ich mal ausprobieren, aber ich denke, mein Red Dead Redemption in der Runde ist schon, da kann schon einiges, ne? Genau, was wollte ich sagen? Chain of Memories, ursprünglich der zweite Teil der Kingdom Hearts 3, erschien auch vor Kingdom Hearts 2, deswegen spielen wir jetzt auch den zuerst und dann Kingdom Hearts 2. Für den Game Boy Advance unter dem Titel Chain of Memories. Der dann, und das habe ich tatsächlich auch jetzt erst rausgefunden, nochmal, ich habe noch ein bisschen recherchiert zu dem Spiel. Also ich habe mich nicht spoilern lassen oder so, sondern einfach nochmal kurz geguckt. Erschien dann nochmal in der Re-Fassung, also Re-Chain of Memories, wie der auch steht, für die PS2 schon. Das wusste ich gar nicht. Ich dachte tatsächlich jetzt erst für diese Final Mix, für diese Remix HD 1.2.Fassung wurde das tatsächlich erstmals umgesetzt. Aber das stimmt nicht. Sehr interessant auf jeden Fall. Ja, ursprünglich für die PS2 erschien allerdings nur in Japan und erschien dann quasi in Europa jetzt erst mit dieser PS4-Fassung. Und beziehungsweise PS3 gab es ja auch schon, diese Fassung hier von daher, also diese Box von daher, nicht ganz das erste Mal möglich, aber zumindest noch nicht so lang. Nur Final Mix-Zeug gab es damals nur in Japan, ja genau. Und ja, das spielen wir heute, dementsprechend nicht die Game Boy Advance-Version. Ich wäre tatsächlich interessiert daran, wie sehr sich das Spiel doch unterscheidet, also wie anders das für den Game Boy aussieht. Kann ich mir im Nachhinein auf jeden Fall mal angucken, habe ich jetzt extra mal noch nicht gemacht, weil ich wollte mich ja nicht spoilern lassen. Oder so, ne? Aber ja, Re-Chain of Memories haben wir auf jeden Fall mehr Inhalt. Das dürfte, glaube ich, klar sein. Ne? Ist ja auch eine größere Konsole und so. Und ich würde sagen, ich starte jetzt einfach schon mal das Spiel. Wir werden ja gleich wahrscheinlich wieder noch ein Intro und so haben. Also quasi nochmal einen separaten Startbildschirm. Nicht, dass es direkt losgeht. Ich wollte es trotzdem eben schon mal ein bisschen loswerden. Ja, von wann ist das Spiel eigentlich? Ich glaube 2004 oder so erschien das für den Tinkerbell, Peter Pan. für eben den Gameboy. Dann lasse ich die gleiche Musik, aber mit coolen Zeichnungen. Wow. Okay. Ja, sieht sehr ähnlich aus. für den Gameboy, ich glaube dann 2007 war dann quasi diese Final Mix Version. Ja. Ganz lustig eigentlich, weil 2007 schon die PS3 draußen war, aber wir haben es trotzdem für PS2 veröffentlicht. Diese Refassung hingegen erschien dann wieder nach Kingdom Hearts 2. Aber rein storytechnisch ist es halt nach Kingdom Hearts 1 angesiedelt. Man musste spielen, um Kingdom Hearts 2 klug zu verstehen. Deswegen spielen wir das jetzt zuerst. Genauso sieht es aus. Gibt es eigentlich auch keine relevanten Nebentätigkeiten? Oh, tatsächlich nicht. Wenn du später mal noch Lust auf Platin hast, kannst du auf Profi die 100% holen. Ist auch die leichteste der Platin-Trophäen, denke ich. Ach, ist es so. Ja, ich muss mal gucken. Kingdom Hearts 1 habe ich jetzt noch nicht weitergespielt. Nee, ich habe mir also irgendwann vielleicht mal schon, ne? Aber ich glaube, wenn ich wirklich nochmal einen Platin sammle, dann erst, wenn ich wirklich mit allen Spielen durch bin. Weil mich jetzt direkt wieder auf das Spiel stürzen, habe ich nicht so Lust drauf. Ich habe jetzt in Sleeping Dogs die Platin-Trophäe. Auch einmal für die Aufnahme, weil ich glaube, in den letzten Streams habe ich erwähnt, das spiele ich jetzt. Habe ich gerade angefangen und jetzt bin ich schon fertig. Ja, ich habe sehr viel gespielt. Ich hatte sehr viel Zeit, mich vor den Hausarbeiten zu drücken. Und wir haben ein kleines Intro. Gucken wir uns doch einfach mal an, denke ich. Gab es ja auch bei Kingdom Hearts 1. Ich glaube, das habe ich nie auf Aufnahme gehabt, das von Kingdom Hearts 1. Weil wir das einmal im Stream zufällig gesehen haben am Anfang, als ich noch nicht die Aufnahme gestartet hatte.
Gut, dann machen wir das mal, würde ich sagen. Okay. Ja, bei Kingdom Hearts 1 war auf jeden Fall ein anderes Intro. Da stand dann, oh, deine Erinnerungen sind cool. Keine Ahnung. Ja, neues Spiel, würde ich sagen, ne? Anfänger nochmal Profi. Nehmen wir wieder nochmal, ne? Ja, passt doch. Der Film schaltet Sammelkarten frei von Charakteren, die es hier nicht gibt. Ah, okay. Interessant. Na gut. Ja. Okay, Intro. Nochmal. Halt ich diesmal auch die Klappe. Vielleicht soll ich doch reden, damit es nicht geclaimed wird. Aber hey, bisher wurde nichts gesperrt von meinen Kingdom Hearts Videos. Finde ich schön. Habe ich halt immer so von anderen Let's Plays mitgekriegt. Wie gesagt, alle Szenen aus Kingdom Hearts 1, ne, haben wir alles erlebt. Kommt mir so vor, als wäre es erst 2 Wochen her. Dabei ist es 2 Wochen her. Zumindest das Ende. Es wäre cool, wenn das Intro anders wäre. Dass man hier quasi auch Dinge sehen würde, die ich... Also dadurch, dass ich quasi Kingdom Hearts 1 jetzt zu 100% gespielt habe, zumindest sowas wie Nebenbosse und so, dass man die vielleicht auch sehen würde hier im Intro dann. Das wäre cool. Ah, es ist nicht so, glaube ich. Aber der Rico-Kampf, der war zum Kotzen. Obwohl, das ist der Unbekannte. Ach ja, der gute Anthem. Ja. Da endete Kingdom Hearts 1. Und jetzt sind wir bei Chain of Memories. Das war die Post-Credit-Scene. Goofy, ey. Along the road ahead lies something you need. However, in order to claim it, you must lose something that is dear to you.
Hey, you think it's okay to barge in? But we gotta do it if we can afford the king. The king? King Mickey's here? Something just told me he'd be here, okay? Really? Cause now that you mention it, I was kinda thinking the same thing. Seriously? Me too. One look at this castle, and I just knew. Our very best friends, they're here. Yep, guess great minds think alike. Wait, hey, hold on. It can't be just a coincidence. Oh no, Timothy. You don't mean that. Yep, I had it too. Mm-hmm, I had the exact same feeling. Gorge, maybe it's contagious. No, no, something screwy. We gotta go take a look. All right. What? Where are you going? That way, to the door. Are you scared? Ah, don't be ridiculous. Come on, let's go, Goofy. Hey, fellers, shouldn't we shut the door behind us before we go? Sora! That's it. Who are you? What? Ah, yes. Oh, yeah? I'll try some magic. Thunder! Come on. Thunder! Thunder! Come on. Flizzard! Fire! I should think it's obvious. The moment you set foot in this castle, you forgot every spell and every ability you ever knew. In this place, to find is to lose, and to lose is to find. That is the way in Castle Oblivion. Castle Oblivion? Here you will meet people that you have known in the past, and you will meet people you miss. I miss? Riku! You mean Riku's here? If what you want is to find him. What'd you do? I merely sampled your memories, and from them, I made this. To reunite with those you hold dear. What's this? A card? It is a promise for the reunion you seek. Hold the card to open the door, and beyond it, a new world. Proceed, Sora. To lose and claim anew, or to claim anew only to lose. Come on, let's go. Karte ein, statt Traverse. Oh, war ja. Dann geht es los. Standardspiel ist kartenbasiert. Das Gameplay. Bin mal gespannt, inwiefern. Okay, linker Stick, Richtungstaste, eine Karte auswählen. Oh, und da nur eine Karte. Damit bestätigen. Ja, noch ein paar Sachen, die ich sagen wollte. Erstmal, da ist wohl der gute Haley Joel Osment in den Stimmbruch gekommen. Habe ich das jemals erwähnt? Sora wird von Haley Joel Osment synchronisiert. Kleiner Schauspieler, Kinderschauspieler vor allem. Ich sehe tote Menschen und so, ne? Ganz lustig. Ich frage mich, ob er dann in Kingdom Hearts 2 wieder ein bisschen heller spricht, weil wohl die Synchronisation halt erst hier in dem Final Mix, also in der
ich nenne es jetzt auch mal Final Mix, in der Retail of Memories Version dazu kam, was ja nach Kingdom Hearts 2 kam. Ja. Genau, dann erzähl mir mal von dem Film, den du gesehen hast. Bin auf alles gefasst. Ja. Genau, Step Traverse. Ja, laufen wir gar nicht rum, tatsächlich. Ist komplett alles kartenbasiert. Wahrscheinlich nicht. Das wäre ein bisschen lame. Aber, ja, ich bin gespannt, wie das hier sein wird. Das ist sehr anders als die anderen, so wie ich das mitbekommen habe. Gibt auch viele, die das stört, glaube ich. Aber ich lasse mich überraschen. Hier sind wir falsch. Das ist die Stadt Traverse. Das ist nicht die Realität. Diese Stadt ist eine Illusion, die deine Erinnerungen in dieser Karte... Was? Die deinen Erinnerungen in dieser Karte entstammt. Wie bitte? Vergiss das jetzt, Sora. Donald und Goofy sind weg. Donald, Goofy! Hey, wo seid ihr? Was hast du gemacht? Sie sind nun der Gnade der Karten ausgeliefert. Beherrsche die Karten und ihre Stärke ist wieder dein. Okay. Die Gesetze dieses Schlosses verlangen, dass deine Freunde in Karten verwandelt werden. Aha, hallo Donald. Karte. Wenn dir deine Freunde also am Herzen liegen, ha, am Herzen liegen, versteht ihr? Hebst du sie stets auf. Okay, linker Stick bewegen, rechter Stick umsehen. Ja. Das kriege ich, glaube ich, hin. Es ist tatsächlich genauso wie beim ersten. Aufgehobene Karten kommen vorne in dein Kartenset. Spielst du sie aus, kommen deine Freunde zur Hilfe geeilt. Ausspielen mit X. Benutzte Karten verschwinden, doch sie tauchen hier und da wieder auf, um dir beizustehen. Karten sind die Herzen deiner Freunde. Alles in diesem Schloss untersteht der Herrschaft der Karten. Ob nun Gegner oder Türen, Karten sind das einzige Mittel, Hindernisse zu überwinden. Aber du darfst darüber auch nicht deine eigene Stärke vergessen. Jetzt springen, ja gut, ich kann wieder nur den Billow-Jump machen. Ausweichrolle, wuhu! Denke zuerst selbst nach. Bewegen, dann Karte ausspielen. Aha. Okay, das ist viel. Das ist ein normaler Angriff wahrscheinlich, ne? Interessant. Jetzt weißt du, wie du mit deiner Stärke umgehst. Verliere dabei aber nie deinen Gegner aus den Augen. Mal sehen, ob du mich fangen kannst. Hier ist die andere Füllertaste. Gut. Jeder Zug, den du machst, verbraucht eine Karte. Hab ich gesehen. Verbrauchst du alle Karten, bist du handlungsunfähig. Aber sieht Abhilfe. Spiele Karten aus, bis alle verbraucht sind und ich zeige dir wie. Okay. Yu-Gi-Oh! Lässt grüßen. Du wirst es im Laufe des Spielens alles erlernen. Ja. Null. Okay, hoch. Ein bisschen Luftangriffe. So, siehst du, du hast keine Karten mehr und somit keine Kraft. Willst du deine Kraft zurück, musst du dich konzentrieren. Wünsche die Karten zurück und voila. Karten nachstocken. Wähle schnell nachstocken an, gestalten, ne? Aha. Gut, die Kraft deines Herzens hat die verlorene Karten zurückgebracht. Du kannst verlorene Karten jederzeit zurückwünschen. Aber mit jedem Mal brauchen die Karten länger, um zurückzukehren. Die Karten sind keineswegs unbegrenzt. Benutze sie weise. Sieh den Kampfverlauf voraus. Und wähle die effektivsten Karten. Du kannst jede Karte im Set ausspielen. Okay. Die vier verschiedenen Kartentypen, die du im Kampf verwendest, sind in zwei Kategorien aufgeteilt. Die erste Kategorie umfasst Angriffskarten, Magiekarten und Itemkarten. Die zweite Kategorie besteht allein aus Feindeskarten. Um Karten aus der anderen Kategorie zu verwenden, du wechselst den Touchpad-Taste. Ah ja. Die Karten werden dir Kraft geben, egal ob du angreifst oder dich verteidigst. Wann du angreifst und wann du dich verteidigst, liegt aber bei dir. Vergiss das nicht. Oh wei, oh wei. Das wirkt alles
interessant. Also, okay mit euch? Wo habt ihr gesteckt? Sag du es uns, als du die Tür geöffnet hast, war da dieses seltsame Licht. Und danach weiß ich nichts mehr. Das hilft mir nicht weiter. Wir müssen uns erinnern. Mein Tagebuch muss schließlich akkurat sein. Ja, leider habe ich in Kingdom Hearts 1 nicht komplett gefüllt. Hey Donald, woher habe ich die neuen Klamotten? Gehör? Ich auch, Goofy. Jemand erlaubt sich einen Spaß mit unseren Kleidern. Ja, wieder die aus dem ersten. Karten schon wieder? Das kannst nur du selbst wissen. Behalte die Karten und bahne dir den Weg durch das Schloss. Ab hier läufst du alleine weiter. Allein? Wir dürfen ihn nicht begleiten? Das ist nicht fair, Gehör? Und unsere Hilfe ist aber völlig aufgeschmissen. Vielen Dank, Donald. Kommst du wirklich klar? Natürlich. Ich soll allein weitergehen? Gut, ich kann auf mich aufpassen. Tapfere Worte eines Helden. Geh. Das restliche Schloss des Entfallens erwartet dich. Wandle auf dem Pfaden der ruhenden Erinnerung und triff jemanden, der dir nahe steht. Wer ist dieser jemand? Ich bin so aufgeregt. Ich habe ein ganz ungutes Gefühl dabei. Keine Sorge, Jiminy. Ich bin auf alles vorbereitet, was er im Schädel führen könnte. Schwer kann es doch auch nicht sein, bei diesen Karten durchzusteigen, oder? So, ich muss doch nur eine von dieser Tür da drüben verwenden. Geil, ein Schlüssel des Anfangs. Oh Gott, die Mucke. Nein. Ja, Traverse Town. Du kannst die folgenden Handlungen auf dem Spielfeld ausführen. Linker Stick bewegen, rechter Stick umsehen, nach vorne gehen. Schwert schwingen, Sprung, Ausweichrolle. Okay. Objekte mit deinem Schwert einzuschlagen hat diverse Folgen. Versuch mal, das Fass zu zerschlagen. Oh, da kommt eine Karte raus. Na sowas aber auch. Karte halten, Eis. Okay, die Objekte können hochgehoben und geworfen werden. Annähern und Dreieck drücken. Schwupp. Berührst du einen Herzlosen auf dem Spielfeld initiierst du einen Kampf. Also du kannst ihm einen Erstschlag verpassen, um Vorteil im Kampf zu erlangen. Ja, das oder das. Wurf. Ich wollte ihn eigentlich schlagen gerade. Ich weiß nicht, ob es so cool ist, jetzt alle schon zu verballern. Aber muss wohl. Oh, Goofy. Das ist natürlich cool, wenn man daneben haut, auf jeden Fall. Oh. Okay. Okay, Goofy, komm mal her. Hilf mir mal. Oh, Junge. Hauptsache, das kann er noch. Okay, so ist das. Ja, wie ging das noch? So. Okay. Es ist komisch. Harmlose Dunkelheit. Mhm. Muss ja alles verballern. Um Türen auf dem Spielfeld zu öffnen, drücke Dreieck vor der Tür. Ja. Um in den nächsten Raum zu gelangen, brauchst du eine Raumkarte. Raumkarten werden dazu verwendet, neue unerforschte Räume zu generieren. Wähle zuerst eine Raumkarte aus. Ah, die wahrscheinlich. Raumgröße. Aha! Oder kann ich ja irgendwas nehmen? Nee, kann ich nicht. Die Zahl in der Mitte des Bildschirms ist die Bedingung, um die Tür zu öffnen. 1? Achso. Die Bedingung hier gibt dir an, dass die Tür bei einem Wert von 1 oder höher aufgeht. Du musst also eine Karte auswählen, die diese Bedingung erfüllt. Karten haben einen Wert zwischen 0 und 9. 0 Karten mit dem Wert 0 sind besondere Karten, die alle Bedingungen erfüllen. Die Karten ohne einen Wert sind Schlüsselkarten. Schlüsselkarten können nur bei ganz bestimmten Türen verwendet werden. Okay. Das ist komisch. Kannst du später jeden Raum generieren, der dir zur Verfügung steht und damit halt auch viele Gegner treffen oder zum Beispiel auch
Speichern shoppen oder Schätze finden. Also ich drehe die Licht vor Sora als Speicherpunkt. Stell ich davor und drücke 3, um das Speichermenü aufzurufen. Ja. Nehmen wir erstmal ein paar Karten, würde ich sagen. Schnaufpause. Mhm. Ja, sehr interessantes Konzept. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Aber geht schon. Guck mal, das zeigt mir die Richtung an, wo ich gerade... Okay. Dann speichern wir mal. Ganz klassisch. Rotes Geld. Okay. Tja. Da sind wir wieder. Gut. Aber da würde ich sagen, ich beende jetzt an der Stelle vielleicht mal die erste Folge. Ne? Ist, glaube ich, ein ganz guter Punkt. Und ich muss tatsächlich wieder pinkeln. Von daher würde ich das mal eben ganz schnell tun. Und ja. Interessant. Interessantes Konzept. Ja, mal gucken, wie ich damit klarkommen werde. Würde mich bestimmt noch zu Weißblut treiben an der einen oder anderen Stelle. Ich weiß ja, dass viele das nicht so geil finden. Aber ja. Ich muss da durch. Erstmal schon mal schlecht reden, bevor überhaupt mal passiert ist. Ne, bisher alles cool. Alter. Ach, guck mal, da kann ich auch kloppen. Geld. Mag Geld. Mokri-Punkte. Das ist kein Geld. Naja, gut. Also, ne, dann wende ich in die erste Folge und wir sehen uns gleich sofort wieder. Oder später. Oder gar nicht. Bis dahin.